Jo und willkommen, Freunde. Ja, heute zur 9. Folge Minecraft Schlappi-Tag. Und wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, es ist komplett nach hinten losgegangen, nach unten zu gehen. Aber ich muss mir halt jetzt schnell die Sachen holen, weil ich möchte nicht, dass die auch noch despawnen, sonst bin ich dann komplett gefickt. Also ich werde jetzt nochmal auf Risiko gehen. Und wenn, selbst wenn ich jetzt nochmal sterbe und die Folge so erst eine Minute lang ist, dann tut es mir leid. Aber ich muss die Sachen holen. Ich muss sie wirklich holen, weil ich weiß nicht, was das OP für OP-Missgeburten waren, die mir dann wirklich ein paar Dinge gegeben haben und ich war instant down. Ich glaube, es ist die falsche, ja. Deswegen gehe ich gerade auch nur mit einer Steinspitzhacke runter und ich hoffe einfach, dass ich die Sachen holen kann. Also ich werde es jetzt irgendwie schlau machen. Ich werde mich halt irgendwie reinbauen oder so von der Seite, dass die mich nicht unbedingt bemerken, weil mit einer Steinspitzhacke habe ich bei denen halt keine Chance. Okay, da vorne sind meine Sachen. Ich sehe sie. Und da ist auch keiner, oder? Wisst ihr was? YOLO. Alter, da kommt irgendwas, da kommt irgendwas auf uns zu, da kommt irgendwas. Ihr seht wahrscheinlich gerade nichts, tut mir leid, tut mir leid. Zubauen, zubauen, wo sind Fackeln? Okay, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben einfach YOLO-Taktik gemacht und dadurch haben wir es geschafft hier. Ich werde mir das auf alle Fälle anziehen und dann. Okay, wir haben es geschafft. Unsere Sachen sind wieder zurück am Besitzer. Ziemlich gut, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Dass es so gut läuft, hätte ich mir auch nicht gedacht. So. Wir gucken erstmal. Hier ist auf jeden Fall Kohle und so weiter. Und wir gehen mal auf die Wichser drauf hier. Was erlauben die sich, mich einfach so easy wegzukillen? Außerdem diese komische Shotgun oder was der da auch immer hat, zieht eh nur ein halbes Herz ab. Okay, da vorne ist so ein lilanes Drecksding. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich habe ihn in die Lava rein. Ich hoffe es. Ja, okay, nice. Beide sind in der Lava. So, der da vorne. Komm her, du Missgeburt. Komm her. Komm her, du dummes Stück Kacke. Okay, es juckt ihn gar nicht. Gut. Es hat ihn gar nicht gejuckt. Okay, Eisen. Sehr gut. Dieses Eisen werden wir erstmal verschmeißen. Natürlich nicht. Das werden wir sicher hier aufbeheben. Da uns jetzt Eisen wieder ziemlich wichtig ist. Und ich gucke jetzt einfach mal, was es hier dann noch so gibt. So. Okay, hier ist noch mehr Eisen, ziemlich gut. Ziemlich. Oh, scheiße. Das ist ein Bogenschütze. Wird easy erstmal geholt hier. Du bist erstmal easy gehittet. Zombie, dann hier ist noch so ein Peding. Das ist zu dumm. Es fällt einfach da runter. Oh mein Gott, diese Schlucht. Kommt. Hä, die sind richtig behindert, schau. Zack. Richtige Mongos. Okay. Das Eisen werden wir hier uns sehr nice graben und den Zombie da vorne. Weiß ich nicht ganz, wie wir. Achso, wir haben einen Bogen, glaube ich. Wir haben einen Bogen und haben gerade noch einen Pfeil bekommen. Das müsste eigentlich ja auch dann gehen. So. Wisst ihr, was ich glaube, ich jetzt mache? Ich glaube, ich save mir hier nochmal die Sachen. Weil wir haben ja das hier dabei. Da mache ich mir nur eine Werkbank. Und. Ah, ne, das reicht nicht ganz. Egal. Können wir uns aber gleich nochmal machen. Dann save ich nämlich meine Sachen. Wenn ich jetzt 8 von denen habe. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das? Was ist das? Alter, ein Zombie. Junge, Junge, Junge. Junge, ich erschreck mich, gell? Ich denke mir so, scheiße, jetzt ist vorbei. Jetzt ist all over now. Okay. Eine Truhe werden wir uns machen, weil da safen wir jetzt nochmal unsere Sachen auf uns. Ich finde es eigentlich eine schlaue Idee. Weiß ja nicht, wie ihr es findet. Okay, es wird Nacht. Aber juckt uns ja eigentlich hier unten nicht. So. Hier müssen wir auch die Erze und so weiter. So. Ist die für Notstände, wenn wir wieder sterben, haben wir wenigstens noch ein paar Erze. So, der Creeper, glaube ich, geht hier. Jo, die schütteln. Die rasten gleich aus. Jo, die rasten gleich aus. Die rasten komplett aus hier. Okay. Okay. Wir brauchen Steine. Haben wir, glaube ich, auch da reingetan. Yeah. Zum Rüberbauen. Problem ist halt wegen dem Creeper jetzt. Ich habe ein bisschen Angst hier. Und ich habe Angst, dass jetzt von hinten irgendwas kommt. Ich glaube, ich baue das jetzt einfach mal aus Sicherheitsgründen zu.
So. Wunderschön. Ich habe Schiss, dass da unten jetzt so ein Skelett farmt und das uns dann einfach so easy einmal hittet und wegschießt. Okay, wo dann geht's dann hier? Oh, eine ganz schöne Seite. Wow. Wow, Alter. Wow, ich hüpfe halt dann extra hoch und rein. Alter, habe ich mich erschreckt. So. Wir haben richtig wenig zu. Scheiße, wir haben aber auch kein Essen dabei. Scheiße. Okay, der fällt auch rein. Der Creeper. Aber da ist kein Bogenschütze oder so. Hallo, du Missgeburt. Du bist erstmal schön gehittet jetzt. Komm her. Komm her. Sehr schön. So macht ein Minecraft-Experte das. So. Scheiße. Kies hält natürlich leider jetzt nicht hier. Okay, dann müssen wir halt auf Risiko gehen hier. Dieser eine Schritt. Oh mein Gott. Okay. Ist hier irgendwas auf der Seite? Nope. Hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ah, okay, Eisen. Okay, das ist ein Creeper, das ist ein Creeper. Alles unter Kontrolle. Okay, er ist in die Luft gegangen. Wo ist meine Fackel? Okay, da geht's auf alle Fälle hoch. Das werden wir aber auch gleich ansehen, wenn wir eine Fackel haben. Sonst seht ihr mal wieder nichts. So, Eisen. Okay. Okay, da vorne ist auf alle Fälle Obsidian. Okay, aber ich sehe jetzt leider keine Fackel mehr. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach die da unten. Ich möchte eigentlich schon noch da hochgehen und das angucken, was da ist. Würde ich jetzt eigentlich schon noch gerne. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal, aber sonst seht ihr halt nichts. Deswegen habe ich jetzt die Fackeln geholt. Eisen, okay. Okay, geht's dann noch weiter? Ja, da gucken wir gleich mal. So, das Eisen werde ich mir holen, dann. Ah, okay, das ist noch Eisen, das haben wir übersehen. So. Ist da noch irgendwas? Nope. Okay. So, das Eisen werden wir uns erstmal graben. So, das ist noch irgendwas. Aber wie sollen wir da hoch? Ganz easy. So. Abbauen. Okay, es ist ziemlich viel Eisen. Ziemlich, ziemlich viel Eisen. Hier auch noch. Also Eisenprobleme haben wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht, wenn wir nach Hause kommen. Ja, so, die Fackel hier werden wir uns holen. Wir machen halt jetzt immer so eine Taktik, dass ich die dann wieder hier hinsetze. Dann werden wir uns hier die Fackel. Scheiße, wir brauchen dringend Essen. Wir brauchen dringend Essen, wie ihr das seht unten in dieser Hungerleiste. Vier von den Keulen fehlen mir. Okay, hier ist nichts mehr, okay. Scheiße, wir brauchen richtig dringend Essen. Aber aus Kürbissen können wir jetzt leider jetzt nichts machen, oder? Oder kann man da irgendwas nur Samen, glaube ich, ja. Scheiße. Wir brauchen ziemlich dringend Essen. Und wir haben halt auch kein Essen zu Hause. Also wir müssen jetzt auch erstmal auf Essenssuche gehen. Eisen und so weiter haben wir jetzt genug. Wir werden jetzt auf alle Fälle zu der Truhe gehen. Hier ist auf alle Fälle noch Gold und so, aber ich brauche jetzt eigentlich gar keine Erze mehr. Ich will jetzt eigentlich nur noch essen. Wie im Re ah. Okay. So. Hier ist meine Truhe. Eine Pilzsuppe ist hier drin, okay. Ja, das bringt mir wahrscheinlich jetzt nicht viel, oder? Doch, ein bisschen. Ein bisschen hat es mir gebracht, aber nicht unbedingt viel. Okay. Dann bauen wir die hier ab, sonst wäre es eine schöne Verschwendung.
Und was wollen wir jetzt zu essen holen? Also Hühnchen lohnt sich, weil wir haben ja zu Hause genug Kohle. Und Hühnchenfleisch würde sich halt, glaube ich, jetzt anbieten. Okay, hier ist nichts. Kann sein, dass da ein Spawn ist, aber es würde mich gar nicht jucken, weil ich brauche es noch essen. Okay, hier glaube ich geht's raus, oder? Scheiße. Was ist das? Scheiße, scheiße, okay, scheiße. Not, 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 not. Scheiße. Scheiße, das sollte uns nicht passieren. Egal. Alter. Ja, das war's für die Folge, Leute. Tut mir leid, aber ich kann leider auch nichts dafür. Schaltet morgen wieder ein. Wir sind jetzt übelst oft gestorben. Schaltet morgen wieder ein und da seht ihr die Fortsetzung davon. Ciao.